Der alte, wuchernde Wein im Beerenspalier. Ja, der ist zwar toll gewachsen, aber die Beeren sind ganz klein, ganz wenig und ganz sauer. Das kann doch so nicht richtig sein. Wahrscheinlich ist das nur noch die Unterlage und die Veredelung ist irgendwann mal erfroren. Und dieses riesige Wachstum spricht dafür und die schlechte Qualität der Beeren, dass das eigentlich nur noch die Unterlage ist. Und dann würde ich auf das Ding verzichten hier. Also alles raus, nichts Neues mehr. Dann haben die anderen Beerenbüsche im Spalier auch weniger Konkurrenz. Ersatz? Trotzdem will ich irgendwo Wein im Garten. Die Tafeltraube Muscat Bleu habe ich mir für den Sonnenplatz an meiner Terrasse besorgt. Die Sorte ist natürlich eine Empfehlung von Frau Möhler. Was ist denn an dem Muscat Bleu so toll? Muscat Bleu ist eine ganz robuste Sorte gegenüber Mehltau. Und das ist eine Sorte, die bei uns gut ausreift und ganz hervorragend schmeckt. Wie immer beim Pflanzen muss der Wurzelballen gut angerissen werden, damit er in die neue Umgebung gut einwachsen kann. Die Veredelungsstelle soll etwa 10 cm über dem Boden sein. Dann alles gut andrücken, anstäben und angießen. So, was muss ich jetzt hier noch beachten? Ja. Über Sommer regelmäßig anbinden und vor dem nächsten Winter anhäufeln, dass die Veredelungsstelle schön mit Erde bedeckt ist, damit es uns nicht erfriert. Oh, das will ich natürlich nicht nochmal.